Hi Leute, willkommen zum neuen Fishing Point Video. Ja, diesmal bin ich wieder am kleinen Vereinsgewässer auf der ganz letzten Stelle hier, wo eigentlich der Teich endet. Und ich werde jetzt einmal Futter anmachen. Zwei Spots werde ich vorbereiten. Hab nicht viel Zeit, jetzt ist es ungefähr 2:30 und bis um 8 oder so kann man hier angeln, solange es hell ist. Und ja, ich werde zum einen heute mit der Feederroute angeln, zum zweiten entweder mit der Stiproute oder mit der Matchroute, weiß ich noch nicht. Mit zwei Routen darf man auf jeden Fall angeln. Zwei Feederrouten möchte ich nicht einsetzen, das wäre ja zu viel. Ja, wie gesagt, jetzt werde ich mal Futter anmachen, zwei Spots vorbereiten und ja, dann hoffe ich mal, dass ich heute ein paar Fische fange. So Leute, jetzt zeige ich euch die Futtermischung. Ich habe jetzt schon mit ganz kleinen 12 mm Kekri-Boilies von Nash angefüttert. Dann mit Mais, also mit ganz normalen Dosenmais. Und hier habe ich so eine Mischung mit englischen Bröseln auch, damit das Ganze etwas Farbe bekommt. Und ja, so schaut das aus. Vanillegeschmack das Ganze. Und ja, da werde ich dann mit Mais-Sandwich angehen. Das kennen wahrscheinlich die meisten nicht. Das ist ein ungarisches Produkt von Technoplankton, also vom Techno Puffy, beziehungsweise von Techno. Die Firma heißt Techno. Und die stellen auch, die haben eigentlich angefangen mit der Technopuffi und Technoplankton eben für den Silberkarpfen und Marmorkarpfen. Aber heutzutage machen die schon wirklich ganz verschiedene Produkte. Und neben dem Technopuffi, was schwimmt, das ist eine Styroporkugel mit Geschmack, gibt es jetzt auch Mais-Sandwich, das zeige ich euch. So Leute, das ist dieses Teil hier. Das sind zwei getrocknete Maisstücke und ja, dann eine Styroporkugel, wieder mit Geschmack, also Technopuffi, damit das Ganze Auftrieb hat. Und ja, damit werde ich jetzt angeln, Feeder angeln und ja, drückt mir die Daumen, dass heute sich noch einiges hier tut. So Leute, beginnen werde ich nur mal mit der Feederroute. Den anderen Spot lasse ich einfach mal. Mal sehen, wie sich das Ganze mit dem Wind noch entwickelt. Der Wind kommt jetzt auf. Also ich versuche jetzt einmal mit einer Rute einen Fisch zu fangen. Und den Rest werde ich dann eh sehen.
So Leute, der erste Fisch ist drauf. So wie ich es gesehen habe, ist es eine Karausche. Schauen wir mal. Also, wir haben hier eine schöne Karausche. Hoppla. Haken ist schon runtergegangen, hat sich selber befreit. Also Leute, eine kleine Karausche. Ja, der erste Fisch, nicht der Zielfisch, aber wir werden dran arbeiten. So Leute, auf jeden Fall ja, hat es eine gefühlte Ewigkeit gedauert, bis der erste Fisch am Haken war. Dieser kleine Wafter ist ebenfalls runtergegangen. Also ich werde jetzt neu beködern und ja, werde die Rute wieder platzieren und hoffe natürlich, dass jetzt größere Karpfen kommen. Hier habe ich jetzt Mais-Sandwich habe ich runtergenommen. Ich werde jetzt versuchen, den Köder etwas zu vergrößern, damit ich natürlich größere Fische fange. Und ja, ich werde jetzt diese Größe drauf tun. Ich hoffe mal, dass das eine positive Wirkung hat. So. Ich habe heute eine Nadel am Haar. Und so schaut das Ganze jetzt aus. Das Ganze hat sich jetzt etwas... Ja Leute, irgendwie will sich da kein Fisch einstellen. Es ist schon 5 Uhr vorbei. Und ich habe immer nur erst eine Karausche auf der Habenseite. Ich weiß nicht, was hier mit diesem Vereinsgewässer passiert ist. Ich habe zwar eine Vermutung, aber ja. Solange ich nichts Genaues weiß, aber ich denke mal, dass die Fische hier auf jeden Fall gestohlen wurden. Hier darf man nämlich keine Fische mitnehmen. Im letzten Jahr waren hier schöne Graskarpfen drin, die sind paarweise herumgeschwommen, das hat man richtig gesehen und alles. Heuer nichts. Also man muss richtig kämpfen, dass man überhaupt Fische fängt.
naja, was soll's. Ich bleibe auf jeden Fall dran. Hab schon einiges versucht. Köder gewechselt, Plätze gewechselt, also die Spots gewechselt. Auf die Match, also mit der Matchroute, da spielt sich nur ein Fisch. Aber ich denke mal, der Haken ist zu groß oder der Köder ist zu groß. Kann den Köder nicht aufnehmen. Ich bleibe auf jeden Fall dran, drückt mir die Daumen. Vielleicht wird es ja etwas später noch, dass dann die Fische anfangen zu fressen. So Leute, ein Fisch hat sich gemeldet mit einem kräftigen Biss. Vielleicht ein kleiner Karpfen. Aber ich tippe mal auf eine Karausche. Aber vom Biss her. Nein, es ist ein kleiner Karpfen. Ganz ein kleiner Karpfen. Die andere Route habe ich mit der Pose drin. So, zuerst werde ich das Ganze aber befeuchten. Und alles auf meinen Schuh. Zum Glück ist es wasserdicht. So Leute, schauen wir mal. Also der kleine Karpfen ist auf die Nash Kekree gekommen. So, na Leute. Das ist ja der kleine Karpfen, der so kräftig abgezogen hat. Und jetzt geht's wieder zurück mit ihm. Also, hin und wieder kommt er doch ein Biss zustande. Aber das ist nicht das, was ich vom vorigen Jahr gewohnt bin. Ich schaue immer wieder darüber, weil ich muss die Pose ebenfalls im Auge behalten. Da spielt sich schon wieder ein Fisch. Aber ich denke mal, der kann den Köder nicht aufnehmen. So, ich werde jetzt die Route wieder klar machen und ja, hoffe, dass sich da bei der Größe noch etwas tut. Also bleibt dran. So Leute, der nächste Fisch. Ich denke mal eine kleine Karausche. Ja, ist eine Karausche. Ich schaue mal, ob ich so eine Kescher landen kann.
So Leute, hier wieder eine Garage, die geht zurück. So, da, ich habe jetzt so ein kleines Pop-up drauf gehabt. Werde ich jetzt auf Fake-Mais mit Squid-Octopus-Geschmack wechseln. Denn ja, bisher auf die Pop-ups sind zweimal Garauschen gekommen. Auf die Kekre ist ein Karpfen gekommen. Also ich werde es entweder mit den Kekre nochmal probieren, oder mit einem Fake-Mais. Also, ja, ich hoffe, dass sich noch der eine oder andere Karpfen blicken lässt. Mal sehen. Sind heute wieder mal die Karauschen hier unterwegs. So, da. Ich denke, ich werde Fake-Mais nehmen, denn da sticht doch besser heraus. Wenn ich es auch nur aus dieser rutschigen Flüssigkeit rauskriegen würde. So, jetzt habe ich es. Ich hoffe mal, das bringt auch noch etwas. So, das Ganze stinkt erbärmlich. Squid Octopus. Aber was soll's? Hat sich etwas überdreht. So, jetzt ist es frei. So, eigentlich ein relativ kleines Fake-Mais. Ich hoffe mal, aber dass es trotzdem große Fische bringt. Ich hoffe mal, dass ich ein gutes Plätzchen gefunden habe. Es scheint so, als ob schon Fische dort wären. Thank you.
Leute, schöner Biss. Der hat mir fast die Rute ins Wasser gerissen. Mal sehen, also das ist auf jeden Fall ein Karpfen. Kommt auch in dieser Richtung. Der ist schon hier. Boah, das ist ein Graser. Da muss ich jetzt verdammt auf der Hut sein. Der hat auf Squid Octopus Fegmais gebissen. Ein Wahnsinn, auf was die hier stehen. Schauen wir mal. Und ein extrem schöner auch noch. Wahnsinn. Ist vom Haken gegangen. Scheiß. Zu kleiner Haken. Der hat die ganze die Montage auseinandergebrochen. Schaut euch das an. Der hat das Ganze abgebrochen. Hat sich hier mit dem Haken herumgewickelt. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Wahnsinn. Der hat sogar einen Haken aufgebogen. Fuck. Schaut euch das an. Der Haken ist... Fuck, aufgebogen. Scheiß. Und das ist auch abgebrochen. Boah, Wahnsinn. Ich probiere es weiter. Das war ein schöner Graser. Verdammt, vorhin habe ich noch gesprochen, dass ich die Graser vermisse. Und dann kommt sowas. Ein Wahnsinn. Drückt mir die Daumen, dass ich noch einen fangen kann. Boah, Wahnsinn. Das tut mir jetzt sowas von leid, dass der runtergegangen ist. Scheiße. Ach. Fuck, der Biss war schon mächtig. Der hat mir fast die Rute vom Ständer gezogen. Also richtig abgehoben hinten. Ah, verdammte Scheiße. Na, ich probier's nochmal. Ich baue gleich um und probier's nochmal. Ja, Leute, nach dem Graskarpfen ist eigentlich überhaupt nichts mehr passiert. Es gab ganz leichte Zupfer, aber ich glaube, das sind die kleinen Fische, Schnurschwimmer. Ja, um den Graser tut es mir leid. War schon ein ordentlicher Brocken. Der hat sogar den Haken aufgebogen. Okay, ich meine, wenn ein Haken aufgebogen wird, dann ist das kein Haken, sondern ein Zustand. Aber trotzdem. Hat mir echt leid getan, dass das so ausgegangen ist. Das Plastikteil vom Futterkorb ist abgebrochen und Haken aufgebogen. Also der hat schon ordentlich Kraft gehabt, der Bursche. Ja, ich werde es wieder probieren. Wie man sieht, sind doch noch Graser drin oder zumindest einer. Ja, den werde ich versuchen irgendwann wieder mal zu fangen.
Für heute ist es beendet. Sonne geht gleich unter in 10 Minuten. Bis dahin darf man angeln. Ich werde es zusammenpacken, weil ja sowieso keine Aktion mehr folgt. Also, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Actionreich war sie auf jeden Fall. Ja, und zwei Karauschen, einen Karpfen konnte ich fangen. Ja, für eine kurze Nachmittagssession ist das auch nicht so schlecht. Also, schaut euch die anderen Videos an, schaut auch auf meine Webseite vorbei. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, und wir sehen uns im nächsten Fishing Point Video. Natürlich Daumen hoch und Abo nicht vergessen. Würde ich mich natürlich sehr freuen. Also bis zum nächsten Video. Koffer mit Zubehör. Müll. So Leute, die nasse Abhackmatte werde ich jetzt reinschmeißen und ja, damit verabschiede ich mich jetzt wirklich von euch. Es wird schon schön langsam dunkel, im Video schaut es wahrscheinlich noch hell aus, aber ja, da ist Auto-Helligkeit und da nimmt er automatisch heller auf. Also Leute, bis zum nächsten Mal.